Grüß euch, liebe Quetschen. Servus, liebe Quetschen-Freunde aus Nah und Fern. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute einmal ein Stückchen aufnehmen darf in der Zentrale der Quetschen Academy. Ich habe mich auf den Weg gemacht in die schöne Steiermark und ehrlich gesagt, ich wollte mich nur einmal selbst überzeugen, wird da überhaupt gearbeitet bei der Quetschen Academy? Und eins kann ich euch definitiv versprechen, hier wird fast rund um die Uhr gearbeitet. Und umso mehr freut es mich, dass ich heute ein 3-4 Stückchen musikalisch für euch aufnehmen darf. Und da startet man natürlich zünftig traditionell mit einer Borisch-Melodie. Eine Borisch-Melodie von uns, von unserer Musikgruppe von Juhe aus Tirol, durchs Senners Tal. Durchs Sennerstal und das ist Musik, wo ich auch Mitglied bin von der Gruppe Juhe aus Tirol und liebe Quetschenfreunde, jetzt fällt mir etwas ein und das dürfen wir normalerweise nicht machen, aber heute gibt es eine Schleichwerbung. Dieser Titel ist auf unserer zweiten CD zu finden, ein Kind vom Dorf mit 11 weiteren brandneuen Titeln von uns drei. Volkstümliche Klänge, aber auch zwei moderne Titel haben wir mit aufgenommen. Und liebe Quetschenfreunde, wenn euch diese CD interessiert, schreibt gerne mir eine private Nachricht oder direkt an Juhe aus Tirol und dann schicken wir euch gerne unsere brandneue CD nach Hause. Ja, liebe Quetschenfreunde, viele wissen, ich bin nicht nur steirischer Harmonikaspieler bei Juhe, sondern auch die Schmidt-Vertretung für das Bundesland Tirol. Und wenn man zur Quetschen Academy kommt, ist es das reine Paradies, würde ich sagen.
es gibt ganz, ganz viele Harmonikas. Und ich glaube, jetzt probieren wir einfach einmal quer durch, welche Harmonikas da so am besten gehen. Und ich glaube, jede geht richtig gut. So, da, jetzt haben wir eine GZFB. Ja, mittlerweile spiele ich sehr, sehr viele Jahre schon Harmonika, aber man lernt natürlich niemals aus und das habe ich schon in eigenen oder in einigen Videos anmerken lassen. Man lernt nie aus und so lerne ich nach wie vor neue Stücke bei der Quetschen Academy. Aber jetzt gibt es ein Stück, eine flotte Polka-Melodie, die ist auch in Facebook und auf Instagram mittlerweile auf der Seite der Quetschen Academy zu finden. Eine flotte Polka-Melodie, die Postillion Polka. Polka-Melodie, die Postillion Polka, der legendären Zillertaler Schürzenjäger. Ja, eine Harmonika geht besser wie die andere. Und dann werden wir jetzt mal schauen, was wir da noch ein Sortiment an Harmonikas zu finden haben. So, da haben wir jetzt eine BSSDS-Stimmung. Ja, und natürlich typisch Tiroler Volksmusik und auch Tiroler Volksweisen werden gerne gespielt. Und auch nach wie vor spiele ich einige dieser Tiroler Stücke. Und ein ganz besonderes und sehr, sehr bekanntes Stück ist natürlich eine zünftige, traditionelle Ländler-Melodie, tirolerisch gespielt. Probieren wir mal. Thank you.
abgespielt. Und das passiert, wenn man die Riemen zu groß eingestellt hat oder die Querverbinder nicht geschlossen hat. So, liebe Harmonika-Freunde, viele werden sich ja fragen, wie haben sich eigentlich die Quetschen Academy und der Ritchie kennengelernt. Das war ganz einfach, das war bei der Quetschen Around the World Tour in Mils in der Nähe von Innsbruck. Und da bin ich zu Gast gewesen und da haben wir eigentlich das erste Mal dann richtig gesprochen, sind wir ins Reden gekommen. Und dann haben wir natürlich von Anfang an gemerkt, die Chemie stimmt. Wir haben alle die gleichen Interessen. Für uns zählt natürlich das Harmonika-Spielen an Instrumenten an oberster Stelle. Und so haben wir uns gefunden bei der Quetschen Around the World Tour. Ja, und jetzt würde ich sagen, gibt es noch einen oder einen Titel obendrauf. Und jetzt müssen wir gerade schauen, welche Harmonika wir da jetzt noch nehmen. Der Quetschen Academy. Ich glaube, wir nehmen diese. Schmidt, heimischer Apfel, die Quetschen des Monats im Juni. Und auch ich habe mit dieser Harmonika jetzt schon gespielt und sie geht hervorragend. Die ganze Verbauart wirklich auf höchstem Niveau und auch das Design, glaube ich, lässt nichts zu wünschen über. Ja, und davor haben wir geredet über die Quetschen Around the World Tour und dann besser kennengelernt haben wir uns, der Thomas und der Stefan und meine Wenigkeit, dann nach der Tour im Gasthaus. Und passend darauf machen wir jetzt einen Titel. Wir gehen ins Gasthaus. Ebenfalls zu finden auf unserer zweiten CD. Ins Gasthaus, liebe Quetschenfreunde, hoffentlich darf ich euch alle einmal persönlich kennenlernen bei der einen oder anderen nächsten Tour der Quetschen Academy oder spätestens dann im Gasthaus oder bei einem unserer Auftritte von Juhe aus Tirol. Macht's es gut und bis bald, euer Ritchie Abendung.